Ich bin André Meyer, bin der Inhaber der Weckenbergbaude und lade Sie heute ein, Stupperle zu kochen. Stupperle, ein traditionelles Gericht aus der Oberlausitz. Kommen Sie herein. Also für unsere Stupperle brauchen wir Bellkartoffeln, geschält, Kartoffelstärke, Mehl, Salz, Grieß, zwei Eier und Muskat. Die heißen Kartoffeln, die wir mit Schale gekocht haben, werden gepellt und dann durch die Kartoffelpresse gedrückt. Stupperle ist ein Kartoffelklößrezept, also der Teig ist wie Kartoffelklöße. Somit geben wir das Mehl dazu, die Kartoffelstärke, eine anständige Prise Salz, Muskat, am besten frisch gerieben, das schmeckt am besten. Dann geben wir Grieß dazu. So, dann geben wir das Ei dazu und stellen den Kartoffelteig her. Indem wir die ganzen Zutaten miteinander verrühren, bis ein richtiger Teig entsteht. Wird das geknetet, so, bis alle Zutaten miteinander vermengt sind. Und wenn wir dann so den Teig haben, können wir unsere Arbeitsfläche noch ein wenig bemehlen und rollen den Teig auf unserer bemehlten Arbeitsfläche aus. Möglichst gleichmäßig, dass der gleich stark ist von hinten bis vorn. Und dann nehmen wir uns eine Palette. Zu Hause kann man auch gerne das Messer nehmen, mit dem Messerrücken. Und dann schneiden wir diese einzelnen Stupperle ab. Anschließend führen die Stupperle mit der Stärke ummantelt oder nochmal gewälzt drin. In Stärke. So. Richtig von allen Seiten. Damit halten sie dann im Wasser besser und zerfallen ihn nicht. Jetzt geben wir die Stupperle in kochend heißes Wasser, Salzwasser. Dann lassen diese ungefähr 5 Minuten kochen und dann nochmal 5 Minuten ziehen lassen. So werden die Stupperle offen in den Topf gar ziehen. Bereiten wir uns das Weißkraut zu. Dazu nehmen wir ein wenig Öl, geben das in unsere Pfanne oder in unseren Topf und erhitzen das. Jetzt geben wir das vorbereitete Weißkraut dazu in unseren Topf. Jetzt geben wir noch Pfeffer, Salz und noch eine Prise Kümmel dazu. So, wenn unser Weißkraut ein wenig Farbe genommen hat, löschen wir das, wie sich das gehört in Eiweiß, mit Schwarzbier. So. Und während unser Weißkraut noch ein wenig dünstet, bereiten wir die Blutwurst zu. Dazu nehmen wir die Blutwurst, tun die noch ein wenig melieren, damit sie uns in der Pfanne nicht kaputt geht. So, langsam. Und geben die ebenfalls ins heiße Fett und lassen die schön langsam von allen Seiten braten. Sie können genauso auch eine Hausmacher-Blutwurst nehmen, in Scheiben schneiden und diese melieren und dann ebenfalls braten. Das ist genauso gut möglich. Kurz bevor die Blutwurst von allen Seiten angebraten ist, geben wir noch Zwiebeln dazu. Wir haben uns heute für die Frühlingszwiebeln entschieden und dünsten die doch mit an. Diese würzen wir ebenfalls noch ein wenig mit Pfeffer und mit einer kleinen Prise Salz. Nur ganz kurz, die Frühlingszwiebel dauert nicht ganz so lange. Unser Weißkraut ist auch fertig mit dem Schwarzbier. Abgelöscht, deswegen hat es ein wenig die dunkle Farbe erhalten. Und jetzt richten wir das auf unseren Teller an, nehmen die Stupperle aus dem Wasser und richten die ebenfalls kreisförmig ringsrum an, wie ein kleiner Stern, und setzen da oben drauf unsere gebratene Blutwurst.
und verteilen noch ringsrum unsere gebratene Zwiebel und können auch gerne noch das Bratenfett mit dem Geschmack noch über unsere Stubbele dazugeben. Und da das Auge immer mit ist, dekorieren wir noch ein wenig mit frischer Kresse, ein wenig Blattbeeresee, ein Gurkenfächer und ein Radiesel. Das sind unsere Stubbele mit Weißkraut und der gebratenen Blutwurst. Traditionell wird es in der Oberlausitz mit Sauerkraut, Speck und Zwiebel gegessen. Wir haben uns heute für die frische Variante entschieden. Lassen Sie es gut schmecken, probieren Sie es aus. Viel Spaß dabei. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.